Einst vor langer Zeit lebte einmal ein Mädchen und ein Junge in einem einsamen Dorf, umgeben von tiefen Wäldern. Die beiden waren beste Freunde und spielten oft zusammen. Eines Tages stolperte das Mädchen beim Spielen und schürfte sich die Hand auf. Es war nur eine kleine Wunde, doch der sanftmütige Junge verband dem Mädchen die Hand. Als die beiden sich wieder dem Spiele hingeben wollten, hörten sie, wie der Vater den Jungen rief, damit er ihm auf dem Feld helfe. Der Junge versprach, morgen wieder mit ihr zu spielen, und ging mit seinem Vater fort. Als die Dämmerung sich am Himmel abzeichnete und die Bewohner ins Dorf zurückkamen, bemerkten sie, dass das Mädchen noch nicht zurückgekehrt war, worauf sich die Leute auf die Suche nach ihr machten. Als alle schon fast aufgegeben hatten, sah jemand, wie sie am Waldrand stand. Der Junge eilte freudig zu ihr. Doch dann bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Sie trug den Verband nicht und sie hatte keine Wunde mehr. Der Junge konnte sie nicht ansprechen und er wusste, dass etwas anderes an ihrer Stelle zurückgekommen war. Am nächsten Tag schlich er ihr hinterher, um herauszufinden, was mit ihr passiert war. Dabei beobachtete er, wie sie zu Hause ihre Eltern verprügelte. Und als sie durch den Stall lief, verfielen die Tiere in Todesangst durch ihre bloße Anwesenheit. Das Mädchen betrat den Wald und es fiel ihrem Verfolger nicht leicht, sie nicht aus den Augen zu verlieren, da sie einem Schatten gleich zwischen den Bäumen durchhuschte und immer wieder aus seinem Sichtfeld verschwand. Nach langem Schweifen durch den Wald gelangten sie an eine Lichtung. Das Mädchen stand mittendrin in der Lichtung vor einem alten, verdorrten Baum. Aber es waren nicht nur die beiden, die bei der Lichtung angelangt waren. Auch die Eltern des Mädchens hatten den Weg durch den Wald gefunden. Sie waren überrascht, dass der Junge auch dabei war und es gefiel den beiden gar nicht, dass sie nicht alleine waren. Sie hatten nämlich die Absicht, ihre Tochter zu töten. Sie überlegten kurz und beschlossen, auch der Junge sollte sterben, damit niemand von der Geschichte erfahren würde. Doch in dem Moment, als sie zugreifen wollten, nahm das, was sich als Mädchen ausgegeben hatte, seine wahre Gestalt an. Ein grausiger Waldgeist. Alle waren vor Angst und Schrecken erstarrt. Ehe man sich's versah, packte der Geist die Eltern und verschlang sie mit Haut und Haaren. Trotz enormer Angst fragte der Junge den Geist, wo denn das Mädchen hingegangen ist und bat ihn, sie wieder zurückzugeben. Der Geist war von so viel Mut stark beeindruckt und entschloss sich darauf, dem Jungen zu erzählen, was an jenem Tag geschehen war. Das Mädchen ging an dem Tag allein in den Wald, wo sie den Geist traf, der sie mit seinem riesigen Maul auffressen wollte. Zuerst war sie erschrocken, doch dann schloss sie ihre Augen mit einem erleichterten Gesicht. Der Geist fand dies seltsam und wollte wissen, warum sie so erleichtert ist. Sie erzählte dem Geist, dass sie zu Hause unwillkommen sei und für ihre Eltern nur existiere, um deren Arbeit zu verrichten. Sie müsse von morgens bis abends arbeiten und wenn sie mal mit dem Jungen gespielt habe, sei sie geschlagen worden. Ihr Vater schlug sie, auch wenn er getrunken hatte, was er jeden Tag tat. Ihre Mutter sagte ihr immer wieder, wie wertlos sie sei. Ihre Eltern würden sie wie eine Ausgestoßene behandeln und hätten sie nie geliebt. So denke sie, wenn der Geist sie auffresse, sei dieses Leiden wenigstens vorbei. Da hatte selbst der Geist Erbarmen. Er nahm sie mit und brachte sie durch den alten Baum, der ein Tor zu einer anderen Welt war, in die Feenwelt. Da dachte, dass das Mädchen dort glücklicher sein würde. Als der Junge dies hörte, kullerten heiße Tränen über seine Wangen. Sie war immer so tapfer und hatte gelacht, wenn sie mit ihm zusammen war. Er bat den Geist, seine Freundin wieder in die Menschenwelt zu bringen und versprach, für sie da zu sein und sie zu beschützen. Froh darüber, dass doch jemand in der Menschenwelt da war, der sich um das Mädchen kümmerte und sie liebte, trat der Geist einen Schritt zur Seite und zeigte dem Jungen, wie sie zwischen den Wurzeln des alten Baumes schlummerte. Der Junge eilte ihr sogleich zu Hilfe und nahm sie in seine Arme, wo sie aus ihrem tiefen Schlaf erwachte. Dann erzählte er ihr die ganze Geschichte mit dem Waldgeist,
und dem Schicksal, das ihre bösen Eltern ereilte. Als die beiden sich schließlich nach dem Waldgeist umsahen, war weit und breit keine Spur mehr von ihm zu sehen. Ganz so, als hätte er nie existiert. Die beiden gingen Hand in Hand ins Dorf zurück. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich miteinander.